Das Chaos durchzieht den Rachen mehr denn je durch diesen Part zwischen den Bestien, zwischen den Kopf. Aber Deswin weigert sich einzuschreiten und viele möchten die Angelegenheit durch Blutvergießen lösen. Hast du Waren zu verkaufen? Nur die besten. Okay, das ist ein Beil, Stilett, Mordaxt, außergewöhnlicher Kriegsbogen, Panzerbrecher, Jagdbogen. Oh. Ein Schild, der ist nur gut. Gewehrtalent, Bote. Passiv. Minus Genauigkeit, Genauigkeit gegen Wille. Hm. Outer Skulder. Noch mehr Kriegsbemalung. Die Dietriche nehme ich mal. Die Werkzeuge nehme ich mal. Okay, Fleisch und Milch nehme ich auch. Heimlichkeit, Bewegungsgeschwindigkeit. Nee, brauchen wir nicht unbedingt. Und Beharrlichkeit ist eh besser. Also ein außergewöhnlicher Jagdbogen. Ich könnte mir aber noch den Kriegsbogen gönnen. Und dann verkaufen wir mal noch alles, was wir an normalem Zeug haben. Bücher will ich keine verkaufen, außer ich habe doppelte. Aber hab den zwei Händler da. Oh, da habe ich noch was übersehen gehabt. Da war noch ein Schild. So. Geweihe können weg, Klauen können weg, Pelze. So. Dann Dankeschön. Gefängnis aus Eis. Der See in Altlied hat begonnen einzufrieren, nachdem er in eine Gruppe von Bleichelfen eingetroffen war. Lara von den Reißzähnen hat ihre Schwester Alva geschickt, um der Sache nachzugehen. Alva zog aus, um im Tempel vom Mittagsfrost nach Antwort zu suchen. Sie kehrte nicht zurück. Alva, eine Speerin der Reißzähne, ist im Mittagsfrost verschwunden, im Tempel am See. Lara hatte Alva ausgeschickt, um zu ergründen, warum von dem Tempel eine solche Kälte ausgeht. Lara glaubt, dass die Bleichelfen, die kürzlich in den Tempel kamen, der Grund dafür sind. Wie dem auch sei, vielleicht kann ich Alva im Mittagsfrost finden oder Hinweise auf ihr Verschwinden. Mhm. So, das kann alles hier rein. Und hier benötige ich den passenden Schlüssel. Okay, das heißt, ich kann nur oben durch. Muss jetzt die Löwin finden. Und ja, Galloway's Schlund ist auch wieder groß, auch wenn er von außen recht klein aussah, der Wolfskopf. Not a sound.
Okay, das schadet meinem Ruf wenigstens schon mal nicht. Bei den Reißzähnen. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Wo führt das hin? An der Treppe kann ich mich gerade gar nicht erinnern, muss ich gestehen. Okay. Jetzt wissen wir, wo dieses Gitter hinführt. Okay, Fallen gibt's hier auch. Oh, der Löwe hat uns fast entdeckt. How about that? Oh, ein Topaz. Also ja, ich glaube, den Löwen hier können wir gar nicht umgehen, wieder mal. There you go. Interesting. Tut mir leid. Hope that helps. Okay, noch mehr von denen. Oh, noch ein Level up. I'm here. Absolutely. So, hier Varias hat seine Aufgabe auch erledigt. Wie sieht der Ausbau aus mittlerweile? Noch 3 Tage und 19 Stunden. Ja, Level up für Dumens. Ein Punkt in Athletik mal. Zauberbeherrschung. Geweihter Boden. Heilige Macht wäre eigentlich nicht schlecht. 3 Macht und 7 Entschlossenheit. Wäre besser als leichte Wunden oder Leiden unterdrücken. Gebet des Gebrechens. Ikonische Projektion. Er macht Froschschaden. Dann mach mal heilige Macht. Oh, neue Zauber. Yippie. Nice and quiet. Look there. Okay, die Falle kann ich mal wieder nicht entschärfen. Das, obwohl ich jetzt mittlerweile Mechanik 10 habe.
kann mich aber hier durchkämpfen. Ein dickes Gewirr messerscharfer Dorn und Ranken überwuchert diesen Gang. Die grüne Maus scheint sich zu bewegen, fast als würde sie atmen. Dicke Seile aus Ranken zucken und winden sich mit einem leisen Blätterstachel. Die Ranken untersuchen. Durch die Lücken, in der sich windende Vegetation, siehst du immer wieder kurz einen Raum, offenbar eine große, runde Kammer. Gelegentlich siehst du gelbbraunes Fell und das Rascheln der Ranken wird immer wieder durch ein tiefes Knurren übertönt. Versuchen, durch die lebende Wand zu schleichen. Du passt einen kurzen Moment ab, in dem zwei Ranken sich in entgegengesetzte Richtung bewegen und einen Pfad freigeben. Du trittst vorsichtig vorwärts. Du kommst zunächst gut voran und bewegst dich vorsichtig um das Netz aus Pflanzen herum. Doch am halben Wege tritt Talisa auf einem vertrockneten toten Ast und eine Ranke schießt plötzlich mit unnatürlicher Geschwindigkeit nach vorne. Die Ranken winden sich gnadenlos um das Bein von Talisa und der darauffolgende Kampf lässt die Vegetation erzittern und heftig rascheln. Endlich reißt sich Talisa los und hinkt das letzte Stück aus dem Pflanzengewirr heraus. Du trittst hinaus in den nächsten Raum. Ja, jetzt sind wir halt alle erschöpft. Das ist aber auch das Einzige, was wir sind gerade. Der Weg wird durch einen dichten Dorngewirr versperrt. Die Ranken zuckeln und schlängeln sich. Also ja, wir hätten auch außen rum gehen können. Wäre ehrlich gesagt wahrscheinlich einfacher gewesen. Und da ist Sul, die Löwin. Irenzi, eine Elfe fängt dich ab, als du weitergehst. Hinter ihr liegt die große Löwin, die größte Löwe, die du je gesehen hast. Eine Bestie mit Zähnen so lang wie Tranchiermesser. Die versperrt dir den Weg zu der Löwe. Sie scheint keinerlei Angst vor dem Monster zu haben. Das ist Sulus Reich, Estramo. Sie wird es nicht verlassen, weder für Orenus noch für einen anderen Herausforderer. Was tust du hier bei Sul? Sie blickt die Löwe mit einer Mischung aus Zuneigung und Bewunderung an. Ich verteidige den rechtmäßigen Meister von Gellerwains Rachen. Die Anhänger von Orenus möchten sie ersetzen. Gegen einen Bären, der nicht stark genug ist, um zu kommen und dieses Revier selbst zu erobern. Warum weigert Sul sich gegen Orenus zu kämpfen? Orenus darf sie gerne hier bekämpfen, wie viele Herausforderer vor ihm. Die Unterstützer des Bären wollen, dass Sul ihre Höhle verlässt und im Freien kämpft, wo er einen Vorteil hat. Aber warum sollte sie das tun? Wenn Sul hier einen Vorteil hat, dann ist es ein Vorteil, den sie sich verdient hat. Würde irgendjemand fordern, die Klauen des Bären stumpf zu schleifen, um für Ausgeglichenheit zu sorgen? Der Fürst der Jagd verleiht beiden einzigartige Vorteile. Es liegt nicht an uns zu entscheiden, ob einige davon mehr wert sind als andere. Die Löwin knurrt tief und Irene. Sie lächelt. Außerdem hat Sul vor kurzem Junge geboren. Noch sind sie klein, aber wenn sie ausgewachsen sind, sind sie mächtiger als Sul und Orenus zusammen. Wenn Sul aber im Kampf getötet wird, wird der Bär ihr Jungen in Stücke reißen. Das ist der Lauf der Wildnis. Ihr Vermächtnis ist zu wertvoll, um so zu enden. Wenn wir wirklich den mächtigsten Bestien im Rachen wollen, dann müssen ihre Jungen heranwachsen dürfen. Sul ist nicht der rechtmäßige Meister. Ihre Hände bewegen sich zu einem Beil an ihrer Seite. Auch du schlägst dich auf die Seite des Bären. Wähle deine nächsten Worte mit Bedacht. Einen Augenblick, ich möchte nachdenken. Ich bin vielleicht geduldig, aber Sul ist es nicht. Wenn du keine Kunde vom Ablehnen des Bären bringst, solltest du lieber Abstand halten. Sul hat noch nicht zu Abend gegessen. Auf Wiedersehen. Ah, der Bär ist auch wieder da. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nicht wirklich. So. Oh, älterer Löwe. Gut. Dadurch, dass wir ermüdet sind, ist auch unsere Maximalausdauer ein bisschen schlecht. Aber ich würde sagen, ich speichere jetzt erst einmal. Und dann überlegen wir beim nächsten Mal, wie wir weitermachen. Das wäre jetzt LP
35. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.